Aber ich meine, das hat dich ja überhaupt nichts zu interessieren, weil wir reden ja über Monika. Na gut, okay. Entschuldigung. Entschuldigung, dass du angerufen hast, und wir gehen mal zu Alit. Sag mal, du blöder Jude, was hast du gegen Ausländer? Den haben wir doch schon mal gehabt. Der meldet sich aber hier unter allen Namen. Unglaublich, wie der das immer wieder schafft, hier reinzukommen. Also, wir gehen mal zu Natascha. Da brauchen wir eine Frau. Na, du Natascha. Arschloch, wie geht's dir? Ja, warum bist du so un... Was? Tränensäcke. Hier. Tränensäcke, nee, aber dicke Säcke habe ich. Dicke Säcke. Dicken Säcke, ja. Das ist auch schon mal wichtig. Und du bist etwas besser ernährt als er. Etwas was? Besser ernährt. Wasch dir mal die Ohren, Liebling, und dann ruf wieder an. Bis dahin sprechen wir mal mit Kann. Hallo? Hallo Kann. Was kannst du? Was? Was du kannst? Was soll ich können? Weiß ich doch nicht. Ruf nochmal an, wenn du weißt, was du kannst. Wir gehen mal zu Oliver. Ja, schönen guten Abend, Herr Rabari. Aber nicht so ins Ohr schreien. Ich Oh, bin ein bisschen pardon. sensibel am Ohr. Pardon, ja, ich habe ein Handy hier und es geht nicht anders. Ja, das ist ja Herr besonders teuer. Rabari, stellen Sie uns in Gottes Namen nicht so viele Fragen, geben Sie uns auch ein paar Antworten. Ach nein, dafür habe ich euch ja. Nee, Sag mir doch mal lieber, welche Nadel ich nehmen nee, muss. nun passen Sie auf, jetzt möchte ich erstmal mein Statement abgeben. Ja, kommt Ja. drauf an. Vergangene Woche hat man Sie in einer Seniorensauna gesehen. Da sind Sie splitternackt umhergeirrt mit Echt? irrigiertem Schwanz und planlos Igittigit. umhergelaufen. Ja? Das war doch wohl eine peinliche Nummer, Ja, waren Sie oder? auch da? Nee, ich war nicht da, ich habe sogar gehört von meiner Freundin. Ach, die war da. Ja, die hat einen Aushilfsjob im Augenblick da. Die putzt sonst im Sexkino und in den Kabinen. Es würde mich ja doch irgendwie nachdenklich stimmen, wenn meine Freundin in einer Seniorensauna ist. Ja, nu, die arbeitet da vorne an der Kasse und hat sie Ja. unter anderem auch gesehen, weil sie sich da Das. verirrt haben im Kassenraum. Also irgendwie war das eine peinliche Aktion. Ja, das Ja. heißt, Dann du war noch bist eine andere doch Geschichte. Was ist etwas. denn? Oh, schrei mich nicht an, habe ich gesagt. Du Nee, bist Moment, ich etwas habe Ihnen nicht die Tour rontophil angeboten, veranlagt. Freundchen. Also wir bleiben schon beim Sie. Ein bisschen mehr Distanz, wenn ich bitten darf, Ja, ja? aber ich tu's, wen ich will. Und wer da nicht mitspielt, der fliegt einfach raus. So einfach ist es, und deswegen gehe ich jetzt zu Horst. Ja, hallo? Hallo, Horst.